Jaguar testet derzeit sein erstes SUV, den Jaguar F-Pace. Er basiert auf der neuen XE-Alu-Plattform und soll Platz für mindestens 4 Personen bieten. Sehr wahrscheinlich kommen im Raubtier-SUV die bereits bekannten Motoren aus dem XE zum Einsatz. Das heißt, bei den Benzinern dann mindestens 200 PS als Vierzylinder und maximal sogar 400 PS mit einem V6-Kompressor. Die Dieselaggregate werden wohl mit 2 Liter Hubraum mindestens 163 PS leisten. In Frage käme auch der V6 aus dem neuen XF mit 300 PS. Marktstart des neuen Jaguar-SUVs ist für 2016 geplant.